Diesen Bericht präsentiert euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen. MotoTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Spitzenerfolge für Österreichs Rennpiloten in Dubai. Klaus Bachler, der Steirer, der im neuen Porsche GT3 R mit seinem Team beim 4 Stunden in der Asien Le Mans Serie in Dubai sehr erfolgreich war. Gemeinsam mit seinen beiden Teamkollegen Alex Melekin und Julian Sturm waren sie unschlagbar. Dank des Siegs übernahm der 32-jährige Porsche-Pilot mit seinem Team Pure Racing auch die Führung in der GT-Gesamtwertung in der Asien Le Mans Serie. Und wir von TV22 bekamen ein Exklusivinterview von Klaus Bachler. Wir heizen mit Olymp. Wärmepumpen, Biomasse, Heizkörper, Solar, Bioöl. Heizungserneuerung mit Olymp. Informiert euch unter www.olymp.at. Ja, der Lauf in Dubai von der Asian Le Mans Series ist vorbei. Für uns ist es richtig gut gelaufen. Also es hat eigentlich alles super schon begonnen in den Trainings. Wir haben eine sehr gute Basis gehabt vom Auto. Wir haben aber das Auto schon noch ein bisschen auch verbessern können über die Tage. Und somit ist Qualifying echt gut ausgegangen. Wir waren dann auf Position 3. Audi hat eine Strafe bekommen, dann waren wir auf Position 2, aber die wurde dann wieder weggenommen. Also am Ende sind wir dann von Position 3 gestartet. Mein Teamkollege, der Alex Malikin, der hat einen mega Start gemacht, ist gleich auf Position 2 nach vorne gefahren. Und dann haben wir eigentlich gekämpft mit dem Mercedes und auch mit dem Audi, mit denen muss man auch um die Meisterschaft kämpfen. Und war es dann so, dass wir noch 3 Stunden sind wir dann in Führung gegangen. Und es war wirklich ganz knapp. Dann ist es zum letzten Boxenstopp gekommen. Mercedes ist eine Runde vor uns reinkommen, wir eine Runde später. Und wir haben dann einen super Boxenstopp gemacht. Also das Team war da wirklich wieder hervorragend und waren dann circa 3 Sekunden vor Mercedes, wie wir rausgekommen sind. Und es war dann wirklich bis zum Schluss ein harter Fight. Also der Mercedes ist dann an mir rankommen, weil der hat schon ein bisschen wärmere Reifen gehabt. Eine Runde früher halt ist er reinkommt. Das heißt, seine Reifen waren früher schon auf Temperatur. Und wir sind dann, glaube ich, mit 7 Zehntel Vorsprung über die Ziellinie gefahren, haben das Rennen gewonnen, was natürlich top für uns war, weil das hat uns jetzt auf Platz 1 in der Meisterschaft gebracht. Wir haben jetzt noch am Wochenende noch Doppelveranstaltungen in Abu Dhabi. Am Samstag und am Sonntag jeweils ein 4-Stunden-Rennen. Und also mit dem Audi und mit dem Mercedes kämpfen wir dann um die Meisterschaft und um den Le Mans Entry für Pure Racing. Autohaus Strasser in St. Gertrudi mit den Modellen von VW, Seat und Cupra. Und nächste Woche geht es gleich weiter nach Abu Dhabi, die letzten beiden Rennen der Meisterschaft. Läuft alles nach Plan. Momentan beträgt der Vorsprung auf die 2 Platzierten in der Meisterschaft 14 Punkte. Alles ist möglich. Wir sind in einer guten Position und werden voll angreifen, um die Meisterschaft zu holen. Und auch ein weiterer Pilot, der um den Titel kämpft, der Österreicher, war erfolgreich im LMP2-Prototypen in der Asien Le Mans Serie im Proton, René Binder. Die 4 Stunden von Dubai, Platz 2, nach Aufholjagd in der Wüste. Was für ein Rennen, was für ein Comeback von Proton Competition. Trotz einer frühen Durchfahrtsstrafe ergatterte René Binder, Julian Aldenauer und Giorgio Roda im 4-Stunden-Rennen von Dubai noch den 2. Platz auf dem Siegerpodest. Es war ein Rennen, das an Spannung kaum zu überbieten war. Renés Teamkollege Giorgio Roda aus der 2. Reihe gestartet war, hatte nach einer unglücklichen Kollision eine frühe Durchfahrtsstrafe kassiert und war weit zurückgefallen. Durch eine geschickte Rennstrategie, gepaart mit einem starken, fehlerfreien Doppelstint von René Binder, konnte das Proton LMP2 mit der Startnummer 22 jedoch bis an die Spitze des Feldes vorstoßen. Wir haben alles gegeben, um den Rückschlag wieder gut zu machen und ein Wort, um den Sieg mitzureden. Dass seinen Teamkollegen Julian Andlauer am Ende knapp 3,5 Sekunden auf das Siegerauto mit der Startnummer 99 fehlte, war für den 32-jährigen Zillertaler nur ein kleiner Schönheitsfehler. Julian hat hier wieder eine unglaubliche Fahrt abgeliefert und gezeigt, dass er nicht zu Unrecht bei Porsche im Hypercar sitzt.
Die Konkurrenz ist in der LMS aktuell einfach enorm. Aber so sollte es im Motorsport ja auch sein. Dadurch, dass wir alle die gleichen Autos und auch die gleichen Top-Reifen von Michelin zur Verfügung haben, gibt es da über die gesamten 4 Stunden Renndistanz keine Verschnaufpause. Es wäre eine coole Geschichte, wenn wir einen Sieg nachlegen könnten. Auf dem Yas Marin Circuit werden bereits am kommenden Wochenende die beiden Finalläufe der Asien Le Mans Serie ausgetragen. Obwohl Proton Competition aktuell auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 25 Punkte auf die Meisterschaft führenden von 99 Racing ausweist, sieht René noch eine kleine Chance. Es ist erst vorbei, wenn dort die Zielflagge beim zweiten Rennen fällt. Bis dahin ist noch alles möglich und ich hoffe, dass wir am Wochenende auch das Glück mal auf unserer Seite haben. Und wir freuen uns schon und wir berichten für euch auf www.tv22.tv. Diesen Bericht präsentierte euch Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpen von Speck, der Garant für deinen Druck in deiner Wasserleitung. Speckpumpen.